die Glocke einpacken und ganz langsam aufheizen. Auf ungefähr 500 Grad. Dann ist sie noch stabil, aber ist schon so weich, dass keine Spannung mehr drin ist. Und dann kann man, wenn man vorher an der Glocke, zum Beispiel hat es einen Riss oder einen Sprung oder ist ausgeschlagen, dann wird die Stelle schon vorher bearbeitet, noch im kalten Zustand. Und jetzt kann ich dann in dem Zustand hergehen, habe mir die Glocke so hingelegt, dass ich es bearbeiten kann. Und dann wird an der Stelle innen am Schlagring zum Beispiel auch Bronze aufgeschweißt. Und es wird gleich aufgeschmolzen. Mit Elektroden? Ja. Mit Elektroden, ja. Mit Elektroden, okay. Genau. Ja. Und dadurch, dass die Glocke dann so vorgeheizt ist, verliert also reißt sie an der Stelle nicht. Und wenn es dann geschweißt ist, dann wird es abgedeckt und dann wird sie auch ganz langsam wieder runtergekühlt. Das dauert oft 2-3 Tage bei größeren Glocken. Und dann kann man die Glocke wieder hernehmen. Da haben wir die Buchstaben drauf und die Verzierungen. Da oben die Krone. Ja. Das Ganze wird nochmal eiweißig in der Außenform. Jetzt habe ich praktisch drei Teile. Ja. Jetzt habe ich den Kern, dann habe ich die falsche Glocke mit der Krone und dann habe ich die Außenform. Die Krone ist aus Wachs, die Inschriften sind aus Wachs. Wenn ich die Form heize, dann verschwindet das Wachs, aber der Abdruck bleibt in der Außenform. Jetzt, wenn das Ganze fertig ist, dann kann ich den Mantel mit Eisen nehmen und ziehen hoch. Dann steht die falsche Glocke wieder da, aber die Buchstaben sind weg. Dann kann ich die falsche Glocke runterschlagen, praktisch wie von einem hartgekochten Ei die Schale. Und dann steht der Kern wieder da. Und dann nehme ich den Mantel über den Kern. Und dann ist dazwischen der Hohlraum von der falschen Glocke. Mit der Schrift, mit den Bildern, mit der Krone. Alles in einem Stück. Ja, die falsche Glocke wird die Glockengang. Und jetzt gieße ich von oben rein und fülle den Hohlraum auf. Genau. Alle Buchstaben, alle Henkel, die Glockenform. Und dann ist die Glocke gegossen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Das passt, ja? War da jetzt zwei Schienen drin, oder wo? Nein, wir haben noch ein bisschen was nachgesetzt, weil wir viel Schlacke raus haben. Sehr herzlich willkommen bei uns in der Glockengießerei. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden euch Ihre Glocken gießen und Sie sehen noch ein paar Formen mehr und dann noch einen zweiten Guss später. Es ist eine Tradition, dass wir gemeinsam vor dem Glockenguss beten. Ich freue mich, dass Sie auch dabei sind. Und dann beten wir gemeinsam das Kreuz einmal da hinten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Klang der Glocken erinnert uns nicht nur an schöne Stunden und Ereignisse. Er begleitet uns auch in schweren Stunden und will uns Trost, Hilfe und Kraft geben. Die Floriani-Glocke soll uns und besonders die Feuerwehrmänner und Frauen die Bereitschaft zum Helfen bei Unfällen und Katastrophen in Erinnerung rufen und alle bei ihren Einsätzen auf die Fürsprache des heiligen Florian beschützen. Die zweite Glocke, die der Heiligen Notburg und Barbara geweiht ist, soll uns daran erinnern, dass unser Leben begrenzt ist und dass für uns alle einmal die letzte Stunde schlägt. Ihr Klang begleite die Menschen von dieser Welt in die Ewigkeit und erinnere uns daran, dass Gott der Vollender des Lebens ist, zu dem wir ein Leben lang unterwegs sind. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob. Sieh auf das Werk unserer Hände
und segnet dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unseren Mühen Erfolg. Gib, dass die neuen Glocken deinen Namen verherrlichen inmitten deiner Gemeinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.